Moin Moin, herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Zuschauer. Das Rätselslösung ist so belämmert. Da. Da ist die blöde Fläche. Komm, hatte ich die letzte Folge aufgehört? Da habe ich sie gesehen. Oh mein Gott. Manchmal ist man einfach blind. Bank of Trip. That was quick. Better keep moving. Ja. Now this is a room where they test if cubes are actually able to press buttons. It's some vital testing. A cube that can't press buttons? It's cold waste. Oh, professionelle Testanlage, nur um zu gucken, ob der Würfel wirklich einen Button drückt. Vor allem bei Schaltern, die durch Gewicht funktionieren. Sehr professionell. Ah, oh, herrlich. Ja. Ah, so, hier geht's einfach durch. Ah. Schön. Oh, wie schrecklich. Jetzt müssen wir ganz böse rätseln. Das sollten wir vielleicht so in ein, zwei Stunden geschafft haben, da durchzukommen. Und so. Okay, das sollte weh tun, wenn das passiert. Müssen wir kurz warten, bis hier wieder einer drückt, dann können wir da rein. Ist das schön. Hallo! Und hier haben wir... Oh, der ist ja hochinteressant. Hochinteressant, wie die Würfel von innen auch aussehen. Mensch. Hallo, kleiner Turret. Ich hoffe, es geht dir gut. Interessant. Ja. Können wir hier mal hochgehen? Okay. Ich fühle mich hier langsam wie auf Black Mesa. Ich warte, dass hier irgendwo Headcrabs um die Ecke kommen und mich anspringen wollen. Leute, Zauberwort nicht gesagt. So, Hallöchen. Oder ehemalige Wissenschaftler als, komische Viecher jetzt hier rumlaufen. Sowas erwartet man hier gerade irgendwie doch. Oh, there you are. I thought maybe somehow you managed to get lost. Anyway, we're almost at Aegis's part of the facility. Mind your head here. Those metal plates will hurt if they hit you. Can you believe it takes 6 of those plates to make 1 cube? Ridiculous! Da kann man leider nichts draufsetzen. Würfel, da geht's hier lang, hier geht's da lang. Und hier könnte es auch... Ah, warte, halt. Alles so professionell hier. Ist das die Tür? Sie kennen das Passwort nicht. Verdammt. Oh weia. Ich glaube, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Wo es rundum geht. Hui. Komm, weg mit dir. Ach, komm, wir nehmen einen mit. Nein, lass mich durch. Lalalalalalalala. Wir haben unseren Würfel, da sind wir glücklich. Denn nur mit einem Würfel ist der Tag ein schöner. Da geht's nicht durch, verdammt. Also doch darum. Ah, tja, jetzt bleibt der Würfel auch zurück. Wir lassen ihn einfach hier, wir haben ihn verlassen. Der arme Würfel. Es tut mir fast nicht leid. Okay, hier können wir drauf. Ist das interessant? Nö, ist es nicht. Aber das hier ist interessant. Aperture Laboratories.
irgendein Knopf. Nicht, dass ich wieder Knöpfe übersehe. Dann gibt's wieder Haue. In den Kommentaren. Na! What an impressive sight. Ja, doch. Nee, das hier finde ich jetzt aber nicht schön. Ich will nicht in den dunklen Raum. Das geht doch hinter mir zu. Sehe nichts. Give me a moment. Na, das kann was werden. Yes, that worked. Let's get going. This reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room. Hallo. Lights. Hit the end of a managed trail and down. Könntest du mal besser ausleuchten? Ich sehe überhaupt nichts. Hallo. Also der leuchtet echt nicht gut aus. Ist das hier jetzt der Gang? Ist es da? Muss ich hier durch? Muss ich da durch? Gott, das ist so toll ausgeleuchtet! Careful. Ja! In the floor. Ah! Ich stehe eigentlich schon im Loch. Aber du tiss, Just a bit further and we can get to the mainframe rooms. Nein. Hä? Ach, hier durch. Hier soll ich durchgehen. Sag das doch. Lever near that door to open it up. You ready, Mel? Ja! Das sieht doch gut aus. Und jetzt auf in den Untergrund. Ich möchte aber nach oben. Nein, nach oben. Ich habe oben drauf gedrückt. Böser Fahrstuhl. Na, supi. Supi. Von ab, ich die Facecam gerade eh beim Stream aus habe, kann ich zumindest auch. Hallo Leon, schön, dass du da bist. Gerade etwas live Let's Play Portal Stories Chapter 5. Oh, weia. I couldn't have done any of this without your help. If it wasn't for you, I'd still be stuck down there in the junkyard offices. Probably my battery backup would have run out in a few days. So, thanks. So, let's get this done. Whatever happens, I believe in you. Really. Organic threat and mechanical threat number one detected in central hub. Countermeasures activating. All right, so in order to get to the Aegis core, we need to turn on the power, unlock the doors, and replace the turrets. Once that's done, we should have a clear shot at Aegis. Let's get going. Hehehe. Ich will aber nicht. Wenn ich nicht will, was machen wir dann? Wo geht's hier hin? Ist das ein Ausgang? Ist das der Ausgang? Oh Gott, der geht echt auf. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Da, lieber Leon, das weiß ich noch nicht, ob ich dann noch Smite spiele. Zumindest jetzt kann es vielleicht heute Nachmittag nochmal. Das weiß ich noch nicht. Jetzt. Ah, nein, der soll auf keinen Fall durch. Nein. Aua, aua. Gerade habe ich auch so ein bisschen. Bin ein bisschen angefrustet von der Runde, die ich heute Morgen, also vor dem hier, privat gespielt habe. Kann ich mal gleich dann in der Pause vielleicht was von sagen. Oder zu sagen. Also, das war wirklich mal eine richtig schöne Runde, nicht? Hallo! Da geht's los. Gucken wir da mal. Gestern Mittag ist nicht zum Livestream von Smite gekommen, weil ich da dann halt. Moment, kurz überlegen, welches Portal. Ich will an dem vorbei. Au! Aber da dann privat mit 5-Mann-Runde gespielt hast und ich hab's dann aufgenommen. Das gibt's dann halt mal auf YouTube. Und muss ich mal die Nase putzen. Na. So, Näschen gepudert. Schauen wir mal. Ich kann jetzt auch mal gucken. Einfach mal von performance-technischen Gründen. Also der Greenscreen ist im Moment zu sehen. Ich habe jetzt noch die zweite Beleuchtung ausgemacht, weil ich es gerade nicht ausgehe. Das frisst aber zu viel Performance. Die auf YouTube fragen sich jetzt, what? Das ist alles Livestream-bedingt. Und ja, mal gucken, wo es hier weitergeht. Geht's da durch? Oder kamen wir da jetzt her?
Wie, wir kamen von da hinten irgendwo? Okay, Mel, I'm reading that the generators are offline. Only way that the security systems can come online is to turn on those generators. But according to my research, the manual startup is over in the control room for generator 2. And it's locked. Ja, Cam funktioniert richtig. Ihm war es auch so ein bisschen ruckelig. A manual security override, though. Give it a try. What's the worst that could happen? So, ich habe jetzt ihm überhaupt nicht zugehört, was sehr schön ist. Da möchte ich vielleicht rein. Oder da muss ich vielleicht sogar rein. Irgendwie kommt mir dieser Raum bekannt vor. Irgendwie kommt mir dieser Raum bekannt vor. Hä? Da hätte... Okay. Wir machen da einfach mal vorsichtshalber mal eins hin. Wenn ich jetzt da irgendwo durchschießen könnte, käme ich da hinein. Aber das wird es wohl nicht sein. Irgendwie glaube ich echt, ich war hier schon mal. Oh. Okay, I was wrong. That was a bad idea. The security system's kicked in. Doors from the inside anymore. Find a way to turn that other generator on and then get out of here. Toll! Der Kerl ist echt die beste Hilfe ever. Wie komme ich jetzt an den anderen Generator? Das Schöne ist. Tag, Jungs! Hallo! Also theoretisch. Aua! Warte mal, die Tür muss aufgehen! Mach mir die Tür nicht auf! Das ist ganz schön gemein gerade irgendwie. Hallo? Irgendwas anderes, was ich drücken kann. Da, den wieder aus. Nee. Guck. So, komm mal raus. Da! Geronimo! Wait, you just... How did you... Well, I guess manual bypass doesn't work, doesn't it? Good work. That's the first part. The security systems are now online. Oh, wait. I didn't think this through, did I? Okay. Das wird jetzt lustig. Lauf. Böse. Nein. Guck. Wie komme ich jetzt da rein? Das ist gar nicht mal so easy. Ah doch! Es ist relativ easy. Sie haben nämlich mir da was reingeschossen. Nein! Böse! Alright, now that we have the power turned back on, we need to go to the security room overlooking the bridge to the Agent Core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there. Wieso vertraue ich ihm nur überhaupt nicht? Und noch weniger. Also, jetzt sollten wir da irgendwie rüberkommen. Na gut. Da wahrscheinlich nicht, aber wie und wo? Wie und wo? Wo kommen wir denn da rüber? Rüber. Hä? Aua. Live Tourettes. Ja, lebende kleine Tourettes. Ich mag die ja irgendwo, die kleinen Kerlchen. Aber nicht, wenn sie einen so auf den Pelz rücken. Das ist dann in der Regel böse. Und ich frage mich jetzt gerade echt wieder, wo soll es denn hier weitergehen? Wo soll es denn weitergehen? Irgendwas werde ich doch wieder übersehen, so wie in der Folge, die ich hier vor hatte. Hallo? Ist hier vielleicht noch irgendwas drin, was ich übersehe? Ich sollte mal mehr darauf achten, was er mir erzählt. Dann wüsste ich wenigstens, was er von mir genau will. Das juckt. Aber zur Not finden wir das auch erst in der nächsten Folge raus. Also das hat funktioniert. Wir haben beide Schalter aktiviert. Dadurch sind die beiden geschlossen. Jetzt können wir auch da wieder reingehen sogar. Alles gut, Meister Knut. So. Da ist uninteressant. Also irgendwie müssen wir da rüberkommen.
Das ist nicht. Das sah fast aus wie die Fläche, auf der wir uns rüber portieren können. Wo ist denn hier? Oder können wir. Ja, das wäre zu einfach gewesen. Wäre zu offensichtlich gewesen. Mr. Obvious hätte das natürlich wieder übersehen. Ja, ey, verbiebst du noch immer. Wo geht's denn hier rüber? Durch den Stromgenerator da irgendwie durchzu, ist, glaube ich, nicht so gesund. Eine etwas erhöhte Position einnehmen und gucken. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ist da was? Das da. Das ist nur Licht. Sonst nichts. Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergehen wird. Und das überlasse ich den Zukunfts-OKW. Er kann dann sich den Kopf zerbrechen, wie er hier rüberkommt. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.